Ich nutze es auf allen Wegen, ob es Twitter, Instagram, YouTube ist oder ich bestelle mir irgendwas im Netz. Für mich ist das Internet irgendwie ein Teil von meinem ganz normalen Leben. Also ich finde da statt und ich finde im normalen Leben statt. Ich glaube, viele denken, dass es auf die Präsenz ankommt. Letztlich aber glaube ich, meiner Meinung nach ist es so, es kann natürlich bei jedem irgendwie ein bisschen was anderes sein, je nachdem, welchen Weg er einschlagen möchte. Ich glaube, dass es auf Echtheit ankommt. Auf das glaube ich wirklich daran und dann setze ich das um, woran ich glaube. Und dann kommt so eine gewisse Echtheit zustande, dass der Zuschauer dann auch weiß, okay, der oder die macht das wirklich. Also würde es auch ohne Kamera machen und darauf kommt es an. Das ist so der Kernpunkt meiner Meinung. Ich bin super echt. Also wenn ich sauer bin, dann lasse ich es auch krachen, dann lasse ich es die Leute auch spüren. Ich sage dann auch direkt meine Meinung. Wenn ich etwas toll finde, dann sage ich es auch genauso groß heraus und sage auch Danke. Und ich zeige jede Facette meines Offline-Lebens auch online.